Hirte, oder? Bauchchef Wolf hat uns zur Grillpool-Challenge nominiert. Machen wir da mit? Jawohl! Das mit dem Pool, das ist doch nur was für Weicheier. Ich glaube, wir gehen eher bohren, oder? Ja, klar. Jawohl! Wenn der da hitzt. Ich bin Klempner von Beruf, ein dreifach hoch, denn Daddys goldene Handwerksschuh. Denn auch in den größten Nöten gibt es immer was zu löten. Immer wieder gibt es Pfannen an WCs und Badewannen. Ich bin Klempner von Beruf. Das wird was werden. Boiler installiert. Der hat gut und gern 2 Tage funktioniert. Dann war er 3 Tage alt und das heiße Wasser kalt. Na, da hab ich gar nicht lange repariert, sondern sofort einen neuen installiert. Und da fragt mich, ob der Kunde noch nachher, ob den Reparieren nicht doch preiswerter wäre. Da antworte ich blitzschnell, ihr uraltes Modell stellt die Firma heute schon gar nicht mehr her. Und Ersatzteile gibt's längst nicht mehr. Ich bin Klempner von Beruf, ein reifer Bub, dem Daddys goldene Handwerk schuf. Selbst in schweren Wirtschaftskrisen finde ich Rohre hinter Fliesen, ist ein Unglück anzurichten und ein Abfluss abzudichten. Ich bin Klempner von Beruf. Gestern Mittag hat ein Kunde angeklopft. Jetzt schwimmen wir halt einmal da und gut. Die Dichtung und dann stimmt doch schon die Richtung, wenn man. Doch wahrscheinlich hat ein Doppelflansch geklemmt. Darum habe ich gleich die Mauer aufgestemmt. Und das Halbrundstück durchstochen und die Wohnungswand durchbrochen und die Nachbarwohnung auch noch überschwemmt. Es gibt nichts, das einen Klempner hemmt. Ich bin Klempner von Beruf. Ein dreifach hoch, dem Daddys goldene Handwerk schuf. Immer werden Hähne tropfen, werden Waschbecken verstopfen. Immer gibt es was zu schweißen, abzubauen und einzureißen. Ich bin Klempner von Beruf. Letzte Pfingsten war es, glaube ich, um 30:30. Ich bin völlig aufgebracht. Bei ihm sei ein Rohr gebrochen, er selbst nass bis auf die Knochen. Und das sprudelt und das kluckert und das kracht. Prima, sagte ich, das wird sofort gemacht. An einem nebigen Novembertag brachte ich ihm erst mal den Kostenvoranschlag. Doch muss er zum Keller schwimmen und zur Nacht sein Dach verklemmen, denn vor Juni tue ich keinen Hammerschlag. So hat jeder seine Sorgen heutzutage. Ich bin Klempner von Beruf. Ein Reifer hoch, den wir dies goldene Handwerk schuf. Es gibt eine Handwerk. Also die ganze Firma Haas, mir hat sie beim Baugeschäft Wolf, beim Wolf-Chef bedanke für die Nominierung. Danke! Wird sie 6, haben wir da hinten einen Grill. Wir haben ein Bier. Und wir haben gleich viel, viel mehr Pools. So. Natürlich müssen wir ein paar Partnerfirmen mit nominieren. Zum ersten nominieren wir die Firma Rüwe & Ossig. Das sind unsere Fliesenleger. Jawohl! Als zweites nominieren wir das Baugeschäft Janka, Fabian. Jawohl! Und als drittes nominieren wir das Tiefbauunternehmen Matthijs von Spiegel. Jawohl! An die nominierten Firmen, ihr habt 8 Tage Zeit, eine Grill-Pool-Challenge auszurichten. Wenn ihr es nicht schafft, müsst ihr es an uns 50 Liter Bier zahlen und eine saubere Brotzeit. Also, reißt euch zusammen! Jawohl! Ich schaffe die nie! Wir spenden 500 Euro für den SV Wackersberg, für den Turnhallenbau, dass die da was Sauberes hinstellen. Das wollen wir alles auch so. Also, los!
Dass ich beide Arbeit, halbe Arbeit mache. Ich bin Kämpfer von Beruf. Ein Dreifach hoch, den Davies goldene Handwerkschuh. Linke Hand die Werkzeugtasche, 20er Schlüssel, Thermosflasche, rechte Hand meine Rohrzange, so wird mir so schnell nicht bange. Ich bin Kämpfer von Beruf. Und braucht man keine Klempner mehr? Na, dann werde ich halt Installateur.